Das geht ja so weg, ne? So, gib mir das. Hier. So, da fehlt uns hier ein... Ach, da war, glaube ich... Ach nee, da nicht. So. Ach, jetzt zieh mal durch. Wir drehen durch. Ja, aber sowas von. Nö. Warum? Immer ich. Ja, wer auch sonst. Das hier ist im Moment noch so schrecklich. Aber dann kommen wir auch noch zu. Ich mach dem hier auch nochmal ein Loch da rein. Vielleicht kommen sie dann auch langsam wieder raus. Ich möchte die Villager aber nicht überall auf den Palisaden stehen haben. Also das möchte ich, wenn da irgendwelche Löcher entstehen, möchte ich das schon in den Griff bekommen. Ehrlich gesagt. Wer ist ein Held? Wer ist ein Held? Genau, der Kumpel. Der Kumpel ist ein Held. Boah, das gibt's überhaupt nicht. Das gibt's ja überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich komm dich gleich holen. Ja, die Musik ist nicht ohne Grund so traurig. Sie beschreibt ganz gut die Gesamtsituation, möchte ich sagen. Boah, Alter. Also über fehlende Erfolglosigkeit können wir uns in diesem Dorf nicht mehr beschweren. Das eskaliert ja völlig hier. Das wird ja eine Metropole. Region. Erstmal das da bitte. 1, 2, 3. Und jetzt habe ich wieder Platz für diese Werkbank. Täglich grüßt das Murmeltier. Passend zu trauriger Musik. Ja, ihr macht mich auch traurig. Vielen Dank. So. Und wieder. Alter. Profis bei der Arbeit. Bleib hier! Ich kann es nicht auf... Oh, die Werkbank. Die Werkbank. Ich muss irgendwie mir Platz schaffen, glaube ich. Oh ne, jetzt habe ich den Scheiß wieder. Warte mal. So. Jetzt geht's hier so, da so. Da können wir ein bisschen runtergehen, ne? Beziehungsweise könnten wir das hier als große Verteidigungsplattform konstruieren. Dass es hier so ein bisschen breiter wird. Nee. Ja, ja. Oh, ich hab's gekriegt. So, dann kommen wir hier. Jetzt habe ich wieder das Ding nicht in der Hand. So. Naja, machen wir so hier. Und dann haben wir hier... Das ist eine geile Stelle für so eine Plattform. So. Da kann der schon mal hin. Da muss eins höher. Sonst haben wir dann ein Villager-Problem. Wenn ich sie gerade zur Hand habe. So, dann kann das da hin. Gut. Wir werden das auch von innen natürlich noch verfeinern. Das heißt, hier geht die Palisade so lang. Die ist irgendwie geil. Und dann geht sie hier weiter. Weiter, 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 weiter. Da weiter, weiter. So. Das ist natürlich
knacke, prickelnd eng. Hallo? Achso. Müssen wir gucken, dass wir da unten drunter dann nochmal wieder Licht setzen. Aber ich fürchte, sonst könnten da Monstren spawnen. Da haben wir doch Erde. Und ja, nun wirklich keine Not. Habe ich ein Stückchen Stein dabei? Ja. So, da geht das hier mit Stein. Dann müssen wir da hoch. Haben wir da was noch als Stein dabei? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Aber wir könnten hier schon mal, weil dann machen wir hier eine Steinstufe hin. Und dann können wir hier gleich ein Türchen setzen. Geht das hier schon? Ja. Da haben wir da schon mal das Problem, nicht, dass die Villager da reinrennen. Ich hab doch hier irgendwo hier die Werkbank hingeknallert. Zack. Warte mal. Zack ist vielleicht nicht das Rätselslösung. Eventuell wäre es die Rätsellösung, kurz zu entklumpen. Wahrscheinlich ist es schon wieder Abend, bis ich wieder zurück bin. Da gehe ich nur hier entklumpen. Das muss ich dann irgendwann auch mal wegräumen. Alles klar. Also das, was hier reinkommt, ist natürlich doof. Wo ist eigentlich Muckefuck? Mucki? Mucki? Da kommt er doch. Treue Seele. Das machen wir gleich nochmal hier von innen auch. So, jetzt brauche ich auch nicht mehr das, was ich ursprünglich mache, hier oben noch die Kiste hinzustellen. Ist ja jetzt auch nicht das Rätselslösung. So. Organisches Bauen. Immer wieder gern gemacht. Ach, guck mal, da können wir uns hier die Ecke sparen. Und hier ist so ein bisschen der... Ach, da kommt er eben. Müssen wir gucken, wie wir das mit dem Tor machen. habe ich noch irgendwo... So. Ja, das ist hier... Ja gut. Kann ich alles haben. So, das ist gegen Gammeln. So, Schmodderschutz ist angebracht. Schmodderschutz ist angebracht. Hier, hier, hu. Da schmoddert nichts. Das Haus hier ist es noch. Wir haben so viel zu tun. Minecraft, du bist brutal. Ich kann es nicht anders sagen. Minecraft ist ein brutales Zu-Tun-Spiel. Und das ist auch viel besser als Fortnite. Viel, viel besser als Fortnite. Das wollte ich hier mal so offen lassen, ne? Wobei ich sagen muss, ich bin mit dieser Form der Treppe nicht zufrieden. Mal abgesehen davon, dass mich ein Creeper beim Bauen in die Luft gesprengt hat, aber ich bin auch so nicht mit zufrieden. So, die hässlichste Werkbank ever, die kommt auch noch weg. Reichen sieben? Ach, ich hatte noch. Na gut, die reichen nicht überhaupt. An dieser Stelle sollte ich bei Nacht nicht krabbeln. Ich habe das letzte Mal sehr schlechte Erfahrungen hier gesammelt. Habe ich irgendwie noch... Ach, guck mal hier. Safety erhöht. Da ging's zu Ende. Safety weiter erhöht. So, jetzt erstmal hier dieses Monstrum der Nacht hinweg machen gerade. Wir machen da eine richtige Treppe hoch. Klappt ja ganz gut soweit. Mhm. Ich muss das mir gerade mal angucken. Falls du dich wunderst, was ich hier mache. Ich musste kurz drüber nachdenken, ehrlich gesagt. So, dann hier drunter der Kürbis. Der kann... Ah, Kürbis. Inventarklumper. Habe ich Erde?
Ja, es hat gut geklappt. Soweit. So, guck mal. Jetzt hier über die Kürbisse springen, um nach da hinten zu kommen. Dann hier, das würde ich jetzt aber auch... Da lassen wir hier die so und dann stützt das das auch noch ab, aber nicht mehr so sehr. Komme ich da jetzt nicht drunter? Was ist da los? Das müsste doch gehen. Ach nee, das hier ist eine... Da komme ich... Ah, nee. Jo, na gut. Setzen wir hier auch nochmal eine Fackel hin. Checken das jetzt gerade mal bei Dunkelheit ab, was wir da so verbrochen haben. Ich glaube, hier ist genug Licht, auch unten drunter, ne? Dafür habe ich jetzt ganz dick keinen Platz wegen den Kürbissamen. Ja, natürlich Platz hätte, ich komme ja nie mehr dran. Happy Halloween! Was ist sonst hier so spawntechnisch? Hier habe ich ja... Ist das eine fliegende Insel? Das ist ein Baum, oder? Der fühlt sich hier scheinbar sehr safe, aber hier ist mir zu dunkel. Das ist irgendwie auch eine Musik, die hört sich nur so an, wie man denkt, dass sie sich anhört. Hat so was davon, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, irgendwas mit diesem See. Titicaca Lake. Gibt so ein Lied, ne? Hatte ich nicht da oben eine Werkbank verloren? So eine Chance, an die dran zu kommen. Boah. Easy going. Da haben wir auch noch gerade eine Chance, den Bereich da abzusperren. Naja, weit kommen wir nicht mit denen da. Ja, Talent ist auch gut bei sowas. Warte mal, hier, das brauchen wir ja nicht mehr. Ups. Was war das denn? Was blinkt da denn? Was für ein Geräusch ist das? Aha. Sag mal, habe ich das Groschi-Soundpack gar nicht drin? Doch, habe ich. Ich höre es ja. Die Villager, die haben nicht die Sounds der anderen Zombies. Interessant. Geronimo! Ich würde es bereuen. Nö, gar nichts bereut. Ach, siehst du, das mit den Türchen ist doch eine super Geschichte. Ach, siehst du, das da muss auch noch weg. Aber am Tage. Hier ist mir persönlich noch ein bisschen da dunkel. Da dunkel! Gut. Hier, da hätten wir auch mal ein bisschen davor ausleuchten können, ne? Ja, cool, wie man hier so lang gehen kann. Irgendwie episch. Ziemlich friedlich alles. Sehr schön. Die Pferde haben mittlerweile viel weniger Platz. Warum? Sag mir warum. Alter. Ich seh's. Ich sehe sofort warum. Mann, bei den Kerlen muss man echt an alles denken. Alles musst du hier berücksichtigen mit diesen Villagern. Alles.
alles. Die Frage ist, wie kriege ich die Villager da raus? Der Hund ist schon drin. Warst du? Kommt der denn her? Ja, Hund. Das gibt's ja wohl nicht. Nächtliche Unruhen. So. Der kam von der Obbe. Ah. So, Last of Us. Fackelnall. So. I want to get some new one. Give me this. Please, please. Und Kinder, lernt Richtiges Englisch. Nicht das, was ich hier tue. Achso, mein Gammelfleisch. Oh. Dann eben da rein. Das Laubblättchen auch. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Hier. So. Das Gammelfleisch sind wir ganz elegant losgeworden. Oh, die Federn sind super. Aha. Das Böse verschwört sich. Hühner, Skelette und Creeper. Da oben ist die Palisade arschdunkel auch noch. Der Aufgang ist ja da hinten. Wir checken das. Check this out. Ich werde es bereuen. Ich werde es bitter bereuen, da wette ich drauf. Ja, ist okay. Mach mal. Hab du mal Hunger? Ja, lecker, geht so. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters, ne? Da gibt es ja Meinungen durchaus, ne? Nicht jeder findet mich lecker, so wie du. Von da oben könnte theoretisch ja auch was runterkommen, ne? Aber gut, das ist... Ist halt so. Man kann ja alles haben. Also 100% Sicherheit kriegst du ja nie hin. Ach, ist das mich auf heute schon wieder erschreckt? Kommen Sie bitte. Dance with me. Und ich bin zum Leveln in die Höhle gegangen. Ich hätte einfach hier an der Balisane rumstehen müssen. Der Hund guckt da auch runter. Ach, siehst du mal, hier müssen wir auch noch. Oder nö, müssen wir eigentlich nicht. Normal spawnt da unten auch gar nicht mehr so viel. Eigentlich. Jetzt ist es ein bisschen besser. Jetzt ist noch die Frage der Villager-Rettung. Ich glaube, ich mach durch. Also, ja, es lohnt sich ja gar nicht mehr ins Bett zu gehen. So. Dann wollen wir mal anfangen, irgendwie. Das wird ein Spaß jetzt. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir teilen das so. Ich wollte die Eier nicht haben. Warte. Oh, Entschuldigung. Das tut mir jetzt leid. Ein bisschen. So, dann machen wir erstmal hier. Ach, das Ei wollte ich ja gar nicht. So. Jetzt drängeln wir sie weiter, bis wir sie raus haben. Komm, auf, geh. Was der da festklebt. Dass der sich überhaupt nicht schubsen lässt. Ach, das könnte gehen. Nö. Nee. Na dann eben einer nach dem anderen. So. So. Der Herr, bitte, gehen Sie. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie. Der Herr, gehen Sie. Gehen Sie doch, bitte. Geh doch. Bitte, geh doch.
Ist immer so Breacher, man. Ich kitzel mit der Feder. Ich zieh mich gleich nackig aus, wenn du nicht gehst. Ehrlich. Nackig mach ich mich. Nackig, nackig, wackel mit dem Kopf ich. Wie cool. Headbang. Dung, 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 dung. Wie witzig. Ist mir nie aufgefallen bis dato. Hier geht's raus, siehst du? Alter, ich hatte da noch so eine Idee.